herzlich willkommen zu einem neuen Werkstattalltag. Jetzt gucken wir uns erstmal hier das Problem am Adler an, weil der hat hier irgendein Problem, hat er mir geschildert. Was ist hier los, Adler? Nee, das Problem ist, ich habe hier noch eine Masse. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe hier hinten einen Massepol. Das ist auch kein Problem. Aber die Nase ist zu klein. Also kann das ja nicht der Massepol sein. Kommt der nicht hier durch und hier mit einem Motor dran? Weil hier ist doch noch eine Öffnung, oder nicht? Kabelgewirr ist halt immer so eine Sache. Ja. Ne? Ja, hier sieht das schon mal alles super aus. Und bist du schon mal so weit fertig, ne? Ich bin komplett fertig. Ich kann jetzt eigentlich Flüssigkeiten einfüllen. Lüfterzange kann da rein, ne? Fehler wird er eh anmeckern, weil wir ja hier auch die Ladeluftschläuche nicht drauf haben und alles. Die Ansaugrohre da. Die Ansaugrohre, dadurch wird er eh Fehler haben. Nee, aber der Lüfter kann ja trotzdem rein. Ja, aber wenn dann so, kann ich wenigstens vernünftig sehen, ob irgendwas undicht ist. Ach so. Weißt du, weil Fehler wird er eh haben, dadurch, dass ich hier die Stecker nicht drauf machen kann. Also, ja, das ist ja nicht schlimm, Fehler genau. Mehr oder weniger. Erstmal. Und die Rohre dann drauf und dann ist genau, das ja quasi. Die Rohre, die müssen dann morgen noch drauf. Und dann ist er fertig. Ich habe jetzt erstmal nur prophylaktisch mit Schraubstein drauf gemacht. Ja. Ja, ist okay. Damit das Wasser nicht ausläuft. Sieht da gut aus. So, und ich mache jetzt hier M3 weiter. Da bin ich jetzt hier gerade noch die Drosselklappen schon am draufbauen. Die liegen da, aber ich muss noch mal ein paar Sachen hier waschen. Und dann mache ich schon mal Wasserpumpe und das Wasserrohr hier drauf, den Drosselklappensteller hier, die Klopfsensoren, die können schon alle drauf. Vorne noch dieses Riemenscheibenteil, das habe ich hier auch noch liegen. Und Ölfiltergehäuse, Lichtmaschine habe ich auch schon. Dann fehlen noch die beiden Motorhalter, der Halter für den Klimakompressor und die beiden Krümmer, die kann ich auch schon dran schrauben. Fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten, hier diese Zuleitung, die dann quasi hier hochgeht vom Sprit. Die geht dann hier quasi an dieses Rail. Und der Nockenwellensensor, der fehlt mir auch, sehe ich gerade. Den muss ich auch noch suchen oder einen neu bestellen. Dann haben wir, genau, der eine Motor, der ist auf Palette, der ist schon fertig. Der wird morgen noch abgeholt, den muss ich gleich noch labeln. 550 kann dann morgen zusammengebaut werden. Und hier ist ein ganz neues Gesicht. Der Günther, der liebe Günther. Der ein oder andere wird ihn wahrscheinlich beim H2 aus den Videos kennen. Ja. Der liebe Günther ist jetzt mal erstmal probeweise bei uns, sagen wir jetzt erstmal so. Und dann gucken wir mal, wo der Hase langläuft. Und Günther ist in seinem Midget schon wieder alt gewohnt und baut schon wieder hier N57 zusammen. Einmal neue Ringe, Kolben gerade sauber gemacht. Bauen wir jetzt auch um hier auf M50D Pleuel. Er lernt hier unseren Aki schon an, ne? Genau. Und du? Wolltest du mal zum Friseur gehen, oder? Ja, muss ich mal machen. Wie siehst du überhaupt aus, Junge? Also wie gesagt, vom Günther werdet ihr wahrscheinlich jetzt in nächster Zukunft öfters mal was sehen und auch wahrscheinlich mal wieder so ein bisschen Technikvideos, definitiv. Dann haben wir hier noch vom David den M5, da habe ich ja teilweise auch schon alle Sachen da. Der Block, Kurbelwelle und so ist schon verbaut, da muss ich jetzt noch die Kolben einbauen, die muss ich aber nochmal waschen. Und die Ringe drauf machen, weil die sind hier noch sehr dreckig. Dann kriegt er noch neue Kolbenringe. Dann können die Ringe auch da rein. Die Köpfe sind auch schon ready. Die liegen da unter den Tütchen hier. Dann können die auch schon drauf. Und dann müssen wir noch den ganzen Anbauteilekram dran ballern. M50D habe ich jetzt für den die Welle. Die ist beim Peter jetzt schon fertig. Turbolader habe ich jetzt für den Wagen bestellt. Die sollten eigentlich auch im Laufe dieser oder nächster Woche ankommen. Für den M50D aus dem F-Modell, also auf dem F11, da habe ich jetzt einen anderen Block besorgt, den muss ich diese Woche noch abholen. Nee, gar nicht andersrum. Der kriegt einen neuen Block, aber die Welle ist fertig. Der M50D aus dem F11, der Block ist schon fertig. Die Welle kriege ich jetzt noch, die habe ich eine neue bestellt, weil die Welle war ja hinüber, die kriegen wir leider nicht mehr repariert. Günni wird morgen den N62 anfangen zusammenzubauen. Oder beziehungsweise erstmal den N57 hier fertig machen. Dann haben wir hier von dem M5 den Block, haben wir jetzt auch wieder bekommen heute. Einmal wieder gebohrt, gehohnt und Alusi beschichtet. 0,25, so wie ihr das quasi aus dem Schweizer, den der Adler gerade zusammenbaut, schon kennt. Das heißt, ich werde jetzt mal hier nach der Waschmaschine schauen. Und dann werde ich mal das, was ich hier an den M3 noch dran bauen kann, schon mal soweit zusammenbauen. Bevor natürlich jetzt wieder irgendwelche Fragen oder Kommentare kommen, warum, weshalb, weswegen, hatte ich schon mal in dem letzten Werkstatt-Alltagsvideo gesagt, zwischen Günther und Hermann ist alles okay. Und wie gesagt, haben sich auf gegenseitigem Einverständnis quasi getrennt. Im Guten sage ich jetzt einfach mal. Also wie gesagt, kein böses Blut, alles ist easy, also von daher passt das schon. Also wie gesagt, wir machen, wie gesagt, Günther jetzt erstmal 2-3 Wochen, ist jetzt erstmal zur Probearbeit hier. Und dann werden wir mal gucken,
wie er sich eingewöhnt hat oder ob es ihm gefallen hat und wo die Reise hinführt, ob er überhaupt Bock hat, ob ich Bock habe oder wie auch immer. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Weitermachen. Bis später. So, wie sagt man immer, neuer Tag, neues Glück. In dem Fall ist der heutige Tag nicht so schön. Also, es gibt immer mal so kleine Rückschläge, würde ich mal sagen. Ne? Und heute, genau heute, ist natürlich so ein doofer Tag. Günni hat hier gestern schon mal den N57 soweit zusammengebaut. Da hatte ich ja das Problem mit dem Kopf, dass die Glühkerze da ja abgerissen ist. Die hatte ich gestern dann noch bei der Firma Sandfurt. Und der hat mir den schön rausgearbeitet und Gewinde nachgeschnitten, also alles picobello. Den kann ich gleich noch zusammenbauen, dann geht es da auch weiter. So, am S54 bin ich jetzt auch schon mal so weit gekommen, dass mir jetzt, wie gesagt, hier nur noch der Motorhalter fehlt, eine Einspritzdüse und die Riemenscheiben und noch so ein paar Kleinigkeiten. Krümmer muss ich noch dran bauen und dann kann der quasi auch eingesetzt werden. Der bekommt dann auch noch neue Reifen. Die liegen schon drüben. Der kriegt jetzt dann einmal Michelin-Reifen drauf, weil die sind jetzt nicht mehr so gut. Die sind auch schon relativ alt, glaube ich. Was haben wir denn hier? DOT aus 2017. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass das Auto natürlich auch schon lange gestanden hat. Und einer hat sowieso immer Luft verloren. Ich glaube, der hier hinten, der ist nämlich aus 2013. Also der hat sowieso schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Profil sieht eigentlich noch relativ gut aus. Aber das ist vom Alter nicht so schön. Und wie gesagt, der verliert halt Luft und deswegen kriegt er dann nochmal 4 neue Reifen. Dann kriegt er noch neues Schwungrad, SMG-Getriebe, kriegt er ja von uns dann auch noch eins, weil seins hat immer so ein bisschen Macken gemacht. Günni ist jetzt gerade dran und macht den N62 fertig. Das ist jetzt gerade hier an der zweiten Kopfmontage dran. Das sieht alles gut aus. Klappt alles, Günni? Ja, ne? Sehr gut. Jetzt kommen wir hier zu meinem kleinen Rückschlagsfall. Aber diesmal ist der nicht schuld. Sondern diesmal bin ich schuld. Und zwar ist Folgendes passiert. Beim Motorzusammenbau haben wir immer, weil da muss ich mal eben kurz zu dem M5 gehen. Da muss ich jetzt ehrlichsterweise ja einfach so sagen, wie es ist. Weil ne, wir sind ja auch Menschen und Fehler passieren einfach. Ne? Ihr seht, genau wie da unten hat der Ader das ja ganz gut gemacht. Ich versuche das jetzt mal ranzuzoomen. Er hat die Zylinder sich beschrieben und hat die Schlepphebe genau dahin gelegt, wo sie eingebaut werden. Bank 1, Bank 2. Jetzt ist mir natürlich Folgendes passiert. Ich habe die Matte, also oder diese Pappe, auf die Matte, auf den Tisch gelegt und nehme diese Hebel und drehe mich um und baue diese Hebel ein. Was ist mir dann natürlich also ich habe erst Bank 2 zusammengebaut und dann hatte ich Bank 1 zusammengebaut und was ist natürlich dann passiert? Ich habe die Hebel vom Zylinder 4 auf Zylinder 1 gebaut. Das ist auch alles okay soweit. Ich habe das noch direkt gemerkt und habe die quasi umgetauscht. So, ich bin mir aber nicht sicher, habe ich nicht 2 und 3 trotzdem die Hebel. Es muss ja nur einer sein, der vertauscht ist. Die sind ja alle eingearbeitet auf einer Stelle. Also die müssen ja auch quasi immer wieder da verbaut werden, wenn sie nicht verschlissen sind. Wenn sie verschlissen sind, muss man sie neu nehmen. War ja in dem Fall nicht so. Jetzt haben wir aber das Problem, dass der Luftmasse zu niedrig auf Bank 1 immer anmeckert. Hat er vorher nicht gehabt. Luftmengenmesserfehler ist auch nicht. Also der Luftmengenmesser ist nicht kaputt. Wir haben keine Undichtigkeit. Das haben wir alles gecheckt. Und sind dann natürlich zu dem Schluss gekommen, weil ich diesen Fehler gemacht habe, kann es nur daran liegen. Da ist der Günther definitiv da auch auf meiner Seite und sagte auch, das kann nur daran liegen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wir uns, oder beziehungsweise Problem, jetzt haben wir uns erstmal gedacht, wir haben ja hier im X5 eigentlich relativ viel Platz, um den Ventildeckel runterzukriegen. Was jetzt grundsätzlich nicht mal das Problem wäre. Wir müssen jetzt hier das, was der Adler alles abbaut, hier das Rohr wieder abbauen, hier oben die Kabellage, alles nach da drüben legen. Pumpe raus und so, an Sway kommst du super dran, Düsen raus, etc. pp. Ventildeckel runter. Wir sind nur ein kleines Problem, der Turbolader muss ab, weil dahinter ist dieses Blech, was am Deckel verschraubt ist, da kommst du an die Schrauben nicht dran. Aber da wir ja hier quasi einen Auslass-Einlass-Vertauschung haben, sage ich jetzt mal, also da der Auslasskreis ja quasi innen sitzt und nicht wie früher bei den Saugern außen, haben wir das Problem, dass die Einlassnockenwelle ja hier unten sitzt. So. Und wir müssen diese Schlepphebel, also diese Zwischenhebel, müssen wir ja quasi rausholen. Und dafür müssen wir die Federn ausbauen. Und da muss man ja mit diesem Spezialwerkzeug, mit dieser Zange greifen. Geht nicht, weil du ja da nicht drankommst. Heißt, wir haben jetzt erstmal im TIS, ich habe nur mal im TIS geguckt, weil ich bin der Meinung gewesen, dass es so funktioniert.
Also bis zum Ausbau wäre das vielleicht gegangen. Mit ein bisschen viel Fummel und Drücken und Machen würde es vielleicht gehen. Aber ab da dann wieder ein Fehler passiert, dann hängst du da auch wieder in den Seilen. Deswegen habe ich nochmal geschaut und haben Reparaturanleitung geguckt. Und da stand natürlich direkt aus erster Punkt erforderliche Vorarbeit, Motor mit Vorderachse ausbauen. Das heißt, es war gestern so schön fertig, die Karre war komplett zusammengebaut. Es hat keinen Fehler, dieses Auto nicht ein, wollte ich nicht sagen, also nicht ein, doch ein Fehler hat er ja. Und dann dieser eine Fehler und man hat so gemerkt, er macht immer so ein bisschen, also so ganz minimal, er fährt auch, also ich bin gefahren, also er fährt ganz normal, er hat auch Leistung, alles gut, aber es wird ein Schlepphebel wahrscheinlich vertauscht sein. Das muss man sich definitiv ja auch mal eingestehen, ne? Günni, was sagst du dazu? Ja. Mit Ja habe ich ja... Oder verrutscht, ne? Was ja nicht kann auch sein, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Muss man sehen, wenn der Deckel runter. Deswegen, Deckel muss auf jeden Fall runter, ne? Ja. Kann alles passieren, ne? Ja, klar. Aki lernt hier beim Günni, Junge. Sehr gut. Das ist jetzt gerade unser Leid. Aber Gott sei Dank geht es jetzt da weiter. Der Motor vom Günni wird jetzt fertig gemacht. Ich mache den N57 fertig. Hier haben wir ja den Block von dem anderen M5 bekommen. Da hoffe ich mal, dass mir der Fehler da nicht passiert. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, passiert mir das auch nicht. Oder ist mir bis jetzt auch noch nicht passiert. Ich weiß aber, dass wir mal ein Auto hatten. Das war, glaube ich, auch ein M5 F10. Und da war mal das Problem, das Auto war mal in einer anderen Werkstatt. Der hat auch mal einen anderen Motor bekommen und die haben die Zwischenhebel einfach da reingebaut. Und das Ding lief gar nicht. Und das kann man eigentlich immer ganz einfach rausfinden, indem man den Valvetronic-Motor quasi absteckt und den quasi manuell einfach mal auf Hubverstellung macht. Also ich auf Min oder Max, ich weiß nicht ganz genau. Und dann läuft der quasi nur über die Drosselklappe und dann läuft der super. Also dann hat er gar keine Probleme, kein Schütteln, kein Ruckeln. Und darum haben wir damals auch mitgekriegt und festgestellt, dass es an diesen Schlepphebeln lag. Wir haben da Gott sei Dank nur alle Schlepphebel tauschen müssen. Gott sei Dank, weil wenn wir die Welle noch tauschen müssen, ich glaube, eine Exzenterwelle kostet schon mal 700 oder 800 Euro. Also da bist du schnell mal für zwei Bänke, kannst du mal schnell 3.500, 4.000 Euro los sein. Ne? Wir haben jetzt natürlich das Problem, dass ich die Schlepphebel jetzt nicht tauschen werde. Also ich werde auf Bank 1 die Schlepphebel jetzt neu machen, weil das ist das Einzige, was ich jetzt... machen kann, um die alle Fehler auszugrenzen. Jetzt zeige ich euch das mal kurz hier. Die kristallisieren sich halt immer auf in 0, 1, 2, 3, 4, 5. Man muss immer natürlich die verbauen, die verbaut sind. Das heißt, wir müssen die jetzt erstmal ausbauen und dann können wir die bestellen, die auch quasi reingehören. So. Und jetzt könnt ihr schon mal sehen, es kostet einer 43 Euro. Wir brauchen 8 Stück davon. Also das heißt, wir gehen jetzt einfach mal auf den. Das heißt, wir brauchen 8 und dann gehen wir auf Übernehmen und dann gucken wir mal im Warenkorb und dann kosten die Dinger mal eben 300, ja, das ist unser Preis, ne? Das ist gar nicht hier, guck, keine Prozente, Nachlass, gibt's nicht viel. Sind jetzt mal eben 370 Euro, was jetzt definitiv noch eine Sache ist, die überschaubar ist. Gar keine Frage, es geht jetzt hier überhaupt nicht um Kosten, es geht einfach nur um einen dummen, dämlichen Fehler, der einfach definitiv hätte nicht passieren dürfen. Und dafür haben wir jetzt, ist jetzt 2 Tage... Also man muss einfach sagen, es sind 2 Tage Mitarbeiter sinnlos Arbeit. Es sind 2 Tage eine Bühne, die sinnlos jetzt blockiert ist und sind jetzt 400 Euro an Kosten, die jetzt entstehen, die jetzt nicht so tragisch sind in dem Falle. Aber der Kunde hätte das Auto halt auch gerne jetzt schon abgeholt. Wir haben heute Mittwoch, eigentlich Donnerstag. Das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir es bis Freitag weiter fertig kriegen und werden da jetzt ein bisschen Gas geben. Und ja, dann kann er den am Wochenende abholen. Also ich brauche auf jeden Fall nochmal einen Tag für Probefahrt. Das habe ich jetzt gestern schon gemacht. Soweit war ja alles okay. Aber musste natürlich abbrechen. Das heißt, konnte man natürlich nicht viel machen. Wie gesagt, wie der Günther schon sagte, vielleicht ist auch mal ein Hebel verrutscht. Das wäre natürlich der idealste Fall. Aber auch dafür muss das Ding jetzt erstmal raus und der Deckel dann darunter. Und dann schauen wir mal. Also, bis später. So, weiter geht's. Jetzt habe ich gestern noch ein Köpfchen hier vom lieben H2 vom Hermann geholt. Das ist der Ersatzkopf für den M5. Den muss ich jetzt hier einmal zerlegen, weil wir Dronic und den ganzen Kram, den heben wir auf. Die kann der Hermann später wieder haben, auch Nocken werden, weil das kriegt der Kunde einmal alles neu. Aber der, wie gesagt, war ja Kernschrott. Von daher konnten wir den, also wir konnten ihn wahrscheinlich schon benutzen, aber wir haben jetzt gesagt, wir nehmen jetzt erstmal einen Austauschkopf und werden dann den anderen in Ruhe instand setzen. Das geht dann quasi an den Kollegen, wo der Block schon hier liegt. Kolben, alles ist schon da. Das heißt, der wird jetzt nächste Woche zusammengebaut. Aber die Jungs waren hier wieder fleißig. Günni baut gerade N57 ein. Erste Varianten, Situationsmotor A aus dem
E91 noch, also quasi erste Generation vom lieben René. Das war das kleine Malheur mit der Glühkerze, das haben wir jetzt behoben. Und der N62, den der Günther zusammengebaut hat, der ist jetzt auch schon eingebaut, der ist schon soweit fertig. Da ist er, den ist der Adler gerade final am Zusammenbauen. Dann haben wir gestern hier noch, ich weiß nicht, warum die Palette hier nicht abgeholt wurde. Die sollte eigentlich vorgestern schon abgeholt werden, am Mittwoch. Jetzt haben wir Freitag und die liegt immer noch hier. Hier haben wir einen Motor bekommen. N63 oder ist es sogar ein S63, ich weiß es jetzt gar nicht. Genau, das ist von einem Fahrzeug, von einem Wiesmann, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Den hat die Firma selber ausgebaut und schon mal teilweise zerlegt. Hat hier Wasserprobleme gehabt. Ihr könnt sehen, hat hier überall durchgebrannt. Auf beiden Bänken, auch da. Und hat irgendwo Wasser gezogen. Und die Zylinder sind alle ausgewaschen. Die sind auch alle nicht mehr so schön. Der eine hat auch richtige Riefen. Ich meine, der hier, ich glaube, der ist es gewesen hier. Zylinder 6. Deswegen, da werden wir auf jeden Fall wieder Übermaßkolben nehmen. Also 0,25 oder 0,20 Übermaß. Einmal bohren, hohen Beschichten planen. Köpfe genau das gleiche. Einmal zerlegen, Ventile, Schaftdichtung, alles einmal neu. Planen, fertig, zusammenbauen. Das ist jetzt gerade so der aktuelle Fall. Das ist jetzt hier, wie gesagt, ja auch theoretischerweise eine relativ schnelle Nummer. Weil wir haben hier keine Anbauteile, müssen hier quasi nur einen Rumpfmotor aufbauen. Hier ist das kleine Malheur-Auto. X5M. Was ist mir da passiert? Mit diesen Hebeln. Habe ich euch ja schon gesagt. Das heißt, wir haben das jetzt hier soweit ausgebaut. Ich warte jetzt auf die Schlepphebel, also die Zwischenhebel hier. Die kommen hoffentlich heute noch an, am Freitag. Somit, dass ich den morgen am Samstag noch zusammenbauen kann. Weil die haben mir gesagt, die kommen aus München. Am Mittwoch ist das ja gewesen. Für Freitag war jetzt die Hoffnung eigentlich nicht da. Das heißt, entweder Samstag oder nicht sogar Montag. Das heißt, das müssen wir mal gucken. Aber es wäre natürlich cool, wenn sie heute noch kommen sollten. Dann kann ich sie morgen nämlich noch einbauen. Kann den Motor wieder komplettieren, sodass der quasi am Montag wieder eingebaut werden kann. Und dann ist er zum zweiten Mal fertig. Da ich ja gestern beim lieben Hermann war, der nicht da war, weil er krank ist, habe ich auch noch Teile für den M3 mitgebracht. Das, was mir hier noch gefehlt hat. Und zwar Motorhalter, Riemenscheibe und so ein paar Kleinigkeiten. Hier noch die Ölrücklaufleitung, also die Kurbelgehäuseentlüftung und den Ölmessstab. Dann habe ich hier noch eine neue Spannrolle, einen neuen Sensor. Das haben wir alles schon mal geholt. Krümmer habe ich auch noch mitgenommen, weil der war gerissen, der alte. Und eine Einspritzdüse, die hat mir noch gefehlt. Somit kann der jetzt auch komplettiert werden. M50D hatte ich euch schon auch gesagt, da ist jetzt auch soweit alles da. Da muss ich jetzt noch den Block noch abholen. Oder der wird geschickt, ich weiß es gar nicht. Für den haben wir jetzt Kolben, Pleuele, alles ist da. Kurbelwelle ist fertig, alles ready. Das heißt, das Ding kann auch wieder zusammengebaut werden. Den Kopf muss ich noch abholen und wieder zusammenbauen. Und dann haben wir das auch erledigt. Dann kann der liebe Peter mit seinem Auto auch wieder fahren. Ach, und genau beim X5 fehlen noch die Turbolader. Die sind auch noch nicht am Lande. Das heißt, ich werde mich jetzt hier erstmal verdünnisieren. Wir haben jetzt gleich 12, ich muss heute noch weg. Die beiden Jungs machen jetzt noch den Dreier und den Fünfer soweit fertig, soweit sie kommen. Und ich werde mal gucken, dass ich heute Abend noch mal reingeschneit bekomme, weil ich muss noch diesen Kopf hier zerlegen. Jetzt hätte ich auch theoretischerweise, aber das ist leider Bank 2, wenn das jetzt die gleiche Passung gewesen wäre, was ich jetzt nicht weiß, wenn das jetzt zum Beispiel Nummer 3 sein könnte, dann hätte ich jetzt auch die Schlepphebel für den X5M nehmen können. Also die so ausbauen und so einbauen. Mit den unteren Rollenschlepphebeln, also einfach alles tauschen. Hat sich leider aber so ergeben mit dem Kopf, weil ich brauchte eigentlich nur einen Blanko-Kopf vom Hermann. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das vielleicht machen können. Dann hätte ich nicht neue Schlepphebel bestellen müssen. Aber meine Güte, jetzt kriegt er neue und alles ist gut. Ach so, ja genau, warum sind die anderen nicht da? Aki ist in der Schule, Leon ist auf Lehrgang, Alex ist immer noch krank und meine Frau ist auch noch nicht im Einsatz. Deswegen sind wir hier gerade momentan ein wenig unterbesetzt und versuchen hier gerade irgendwie unsere ganze Arbeit ein bisschen aufzuholen. Deswegen lassen wir die Jungs jetzt in Ruhe und ich verpiss mich. Bis später. So, letzter Tag der Woche. Und Alex ist auch wieder da. Alex, warum bist du nicht Montag gekommen? Warum Freitag hättest du auch nicht mehr kommen brauchen jetzt? Alex ist noch krank, der redet nicht mit uns. Decke ist dir auf den Kopf gefallen. Alex, mach dir schon mal
Alex ist die Decke auf den Kopf gefallen, jetzt muss er hier mal eben schnell den Kopf zerlegen und ein bisschen arbeiten kommen, damit er nicht zu Hause noch irre wird. So, also wir haben E91 vom lieben René haben wir jetzt soweit schon mal fertig bekommen. Da müssen noch zwei Injektoren rein und das Filtergehäuse, also hier die Injektoren kommen hier nur rein, weil diese Rücklaufleitung neu muss, haben wir die jetzt erstmal abgelassen hier. Und eine Klammer von einem Injektor ist irgendwie gebrochen, also hier diese Klammer, die haben wir jetzt neu bestellt. Und Thermostat unten brauchen, ist ein neues, also neue Pumpe und Thermostat drauf, aber wir brauchen ein abgewinkeltes Stück. Das habe ich jetzt bei BMW nochmal bestellt. Und dann ist er auch soweit fertig. Den hat der Günther gestern noch reingezaubert. Dann haben wir hier noch E46. Das war dieser mit diesem SMG-Problem. Genau, da müssen wir jetzt mal eben gucken, ob die, also beziehungsweise der Kunde bemängelte nach der Motoreninstandsetzung irgendwelche Probleme mit dem SMG. Wo wir aber schon beim ersten Starten gesehen haben, dass die Pumpe nicht funktioniert. Er wollte uns im Nachhinein sagen, dass der irgendwie undicht ist. Wir haben da am SMG jetzt keine Undichtigkeit festgestellt. Also der war vollkommen in Ordnung. Wir haben jetzt Probefahrten alles gemacht und heben den jetzt final nochmal auf die Bühne, um zu gucken, ob das jetzt alles passt. Neue Pumpe haben wir jetzt eingebaut, hat der Kunde selber besorgt. Dann haben wir hier noch einen, den müssen wir auch jetzt nochmal checken. Da hatte Ölverlust, hat der TÜV wohl irgendwie unten drunter Ölverlust bemängelt. Da haben wir jetzt nur hier oben gesehen, dass hier über den Öldeckel, der jetzt auch hier nicht der richtige ist, halt hier auch ein bisschen Öl war und das auch hier ein bisschen runtergelaufen war. Deswegen müssen wir den jetzt mal einmal kurz hier laufen lassen und mal einmal checken, wo das Öl denn rauskommt, weil hier ist auch ein neuer Block drin, neue Kopfdichtung, also alles neu, deswegen eigentlich kann hier kein Öl irgendwo rauskommen. Deswegen, das war ein bisschen merkwürdig. Den 550, den hat der Günther auch noch gestern fertig gemacht, oder beziehungsweise hat der Adler da noch fertig gemacht. Der läuft schon. Da haben wir Probefahrt alles schon gemacht. Da müssen wir noch einmal waschen fahren, Flüssigkeiten und alles checken und dann ist der quasi auch soweit abholbereit. Schlepphebel vom X5 hier habe ich jetzt auch bekommen. Das heißt, die werde ich jetzt hier gleich reinbauen. Haben ja gesagt, einmal die neuen Schlepphebel hier, Variante 3. Die kommen jetzt gleich hier rein, Federn alles wieder drauf, Ventildeckel wieder drauf, Kabel, alles was drauf muss. Und dann können wir den auch wieder einbauen. Und der Günther ist hier im Modus, der fängt schon wieder direkt wieder an, hier den nächsten Motor zusammenzubauen. Ja. M50D machst du jetzt, ne? Ja. Tun wir einmal ein bisschen hier durcharbeiten. Genau, der kriegt jetzt auch einmal Kurbelwelle, neue Pleuel, neue Kolben, einmal alles picobello neu, alles Ölfiltergehäuse, neue Ölpumpe, alles was im Grundsatz so dazugehört. Der Alltag dieser Woche war nicht so berauschend, weil ich auch viele Zeit mal unterwegs war und die Jungs einfach mal machen lassen habe. Deswegen, wie gesagt, viele Eindrücke gab es jetzt nicht. Ich denke mal, nächste Woche wird das wieder ein bisschen anders. Dann sind wir wieder alle da, bis auf den Leon. Der hat, glaube ich, noch Schule und Lehrgang. Der ist erst ab Donnerstag wieder da. Aber dann haben wir, wie gesagt, den X5 werdet ihr dann noch mal sehen. Von M3 haben wir auch. Jetzt hatte ich ja vom Hermann noch alle Teile geholt. Den können wir dann auch zusammenbauen. Wie ihr gesehen habt im Hintergrund vielleicht, der Wagen vom Degenhardt steht auch schon auf der Bühne. Das Video kommt jetzt am Sonntag. Da haben wir dann den zweiten Teil von der Nockenwellengeschichte. Da werden wir jetzt erstmal den Kopf runternehmen und erstmal eine Analyse machen, was ist überhaupt los. Nockenwelle etc. Wir gucken uns die Bohrung mal an, müssen die vermessen und entscheiden dann, ob wir vielleicht sogar noch Kolbenringe und so ein Kram mitmachen müssen. Aber wie gesagt, das werdet ihr alles in dem Video am Sonntag von Marco seinem E21 sehen. So, also, wie gesagt, dann sind wir theoretischerweise schon wieder am Ende angekommen. Dann würde ich mal sagen, hat euch das Video wieder gefallen? Daumen hoch, Abo da lassen und wir sehen uns dann am Sonntag. Peace.